is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wenn gewogen wird, der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Ich habe einen Engel gesehen, der mit Waagschalen in der Hand dastand und die Gedanken und Interessen des Volkes Gottes, vor allem der Jugendlichen, wog. In der einen Schale waren die Gedanken und Interessen, die himmelwärts gerichtet waren. In der anderen die Gedanken und Interessen, die auf die Erde abzielten. Und in diese Schale wurde der leeste Stoff geworfen, all die Geschichten, die Gedanken über Kleidung und das äußere Erscheinungsbild, die Eitelkeit, der Stolz und so weiter. Das war ein ernster Augenblick. Die Engel Gottes hielten die Waagschalen und wogen die Gedanken derer, die sich als Gotteskinder ausgaben. Aller, die behaupteten, der Welt gestorben zu sein und nun für Gott zu leben. Die Waagschale mit den irdischen Gedanken, mit der Eitelkeit und dem Stolz ging abwärts, obwohl ein Gewichtstein nach dem anderen von der Schale herabfiel. Die andere mit den Gedanken und Interessen, die auf den Himmel gerichtet waren, stiegen so nach oben, wie die andere heruntersackte. Aber wie leicht war sie. Ich kann dich so erzählen, wie ich es gesehen habe. Aber ich kann niemals den ernsten und lebendigen Eindruck wiedergeben, der sich mir einprägte, als ich dem Engel zusah, wie er die Gedanken und Interessen des Gottesvolkes abwog. Da sagte der Engel: Können solche Menschen den Himmel betreten? Nein, nein, niemals. Sage ihnen, dass die Hoffnung, die sie jetzt hegen, vergeblich ist. Wenn sie nicht schleunigst Buße tun und sich die Erlösung sichern, müssen sie umkommen. Ich sah, dass sich viele untereinander messen und ihr Leben mit dem anderer vergleichen. Das sollte nicht sein. Christus allein ist uns als Beispiel gegeben. Er ist für uns das wahre Vorbild. Jeder sollte danach streben, ihn immer besser nachzuahmen. Ich sah, dass einige noch kaum wissen, was Selbstverleugnung oder Opfer bedeutet oder was es heißt, um der Wahrheit willen zu leiden. Doch wird keiner in den Himmel kommen, ohne ein Opfer gebracht zu haben. Ein Geist der Selbstverleugnung und der Opferbereitschaft sollte gepflegt werden. Einige haben sich, ihren Körper, noch nicht auf dem Altar Gottes geopfert. Sie geben sich einem witzigen und launenhaften Temperament hin. Sie befriedigen ihre Lüste, geben ihren selbstsüchtigen Interessen nach und achten nicht auf die Sache Gottes. Alle jene, die bereit sind, für das ewige Leben auf Opfer zu bringen, werden es erhalten. Es lohnt sich wirklich, dafür zu leiden. Es lohnt sich, dass ich dafür zu kreuzigen und jeden Götzen dafür hinzugeben. Die ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit wird alles andere aufwiegen und jedes rein irdische Vergnügen in den Schatten stellen. The Lord is coming. Are